Ja, oh Goku, seitdem ich diese Protonenpumpenhämmer nehme, geht's mir irgendwie ausdauertechnisch nicht so geil. Sag mal, Digga, wieso steht eigentlich bei den Medikamenten, die ich nehme, nicht drin, was sie für Mikronährstoffe aus dem Körper putzen? Mikronährstoffe und Medikamente. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Zuallererst muss ich sagen, hier drin hat es over 9000 Grad. Dementsprechend muss das kurzes Video werden, sonst sterbe ich. Ja, und dann kann ich das Video nicht hochladen. Also, wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich es offensichtlich überlebt. Ja, so. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte euch heute mal mit so Crossfit-Sachen nicht auf den Sack gehen. Ja, so Gewichtheber-Sachen nicht auf den Sack gehen. Kleiner Exkurs, geht voran. Jetzt habe ich es doch gemacht. So, nein, heute wollte ich euch ein Buch vorstellen, und zwar das hier. Ja, wie immer, wisst ihr, ist unten drunter verlinkt. Und zwar ist es ja so, dass wir... Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also ich habe auch andere Bücher über orthomolekulare Medizin, das heißt so, wenn man mit Mikronährstoffen hochdosiert irgendwelche Krankheiten bekämpft. Die eigentliche Medizin hat da ein bisschen Probleme mit, weil sie dann keine Medikamente verkaufen kann. Gut, wie dem auch sei, ich persönlich bin dann eher der Freund, dass ich dann halt ja, Mikronährstoffe irgendwie hochdosiere, bevor ich dann feststelle, vielleicht, dass es nicht funktioniert oder so und dann halt auf ein Medikament zurückgreifen muss. Kommt natürlich auch immer auf den Einsatzbereich an. Ja? Fakt ist, diese Bücher sind meistens arschteuer, sage ich wie es ist. Und jetzt habe ich das von Uwe Gröber gefunden oder Gröber und Kisters. Und ja, da steht das halt relativ gut beschrieben drin und vor allen Dingen auch die Zusammenhänge. Wie komme ich jetzt auf die Zusammenhänge? Und jetzt muss ich euch doch wieder ein bisschen mit diesem großen Zeug auf den Sack gehen. Denn ich habe euch ja im letzten Video gesagt, ich muss Force-Feeden. So, das funktioniert jetzt auch. Aber durch das nicht vorhandene Force-Feeden davor hatte ich natürlich ein Problem, dass ich nicht so viel gegessen habe. Wenn du nicht so viel gegessen hast, dann hast du manchmal nichts im Magen. Wenn du manchmal nichts im Magen hast, gewohnt bist eigentlich viel zu essen, dann kann es sein, dass du Sodbrennen kriegst. Wenn du Sodbrennen kriegst und dich das so nervt, dann frisst du irgendwann Protonenpumpenhämmer. Ja, das sind die Dinger, die dafür sorgen, dass der Säure, der pH-Wert im Magen hochgeht. Also das heißt, nicht mehr so sauer ist, das heißt, nicht mehr so fies und biestig ist in deinem Magen. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Lungenproblematik schlechter geworden ist und meine sportliche Performance schlechter geworden ist. Und dann habe ich gedacht, so, okay, woran könnte das liegen? Ja, und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass Protonenpumpenhämmer dadurch, dass sie die, den Säuregehalt des Magens regulieren, so was anderes machen sie ja nicht, im Prinzip den basischer machen, ist immer noch sauer, aber ne, halt weniger sauer, hast du dann Probleme, solche Sachen wie beispielsweise Vitamin D, wie Calcium, Magnesium, bla 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 aufzunehmen. Ja, was das alles genau ist, steht hier drin. Und nicht nur für Protonenpumpenhämmer, sondern halt auch für einen Haufen anderer gängiger Medikamente, wie, was weiß ich, Metformin, wie Asthma-Präparate, wie Cholesterinsenker, für also im Prinzip das ganze Spektrum, was du draußen hast. Ich kann es dir mal, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen darf, ich mache es einfach. Was hier drin ist, weil ich natürlich nicht alle diese Medikamente konsumiere, aber ja. Antiallergika, Antibabypillen, Antibiotika, Antidepressiva, Blutbinden, Arzneimittel, Bluthochdruckmittel, Blutverdünner, Cholesterinsenker, Cortisonpräparate, Diabetesmittel, harntreibende Mittel, herzwirksame Medikamente, Krebsmedikamente, Magen-Darm-Mittel, Säureblocker, das ist halt Omeprazol. Also in meinem Fall war es halt Omeprazol. Medikamente gegen epileptische Anfälle, Osteoporose, Parkinson-Mittel, Psychostimulanzen, Schilddrüsenmedikamente. Ja, und damit hast du eigentlich schon einen Haufen abgedeckt, was viele Leute konsumieren und konsumieren müssen, ist immer die Frage. Da stehen halt auch, orthomolekular, du kannst nicht Medikation sagen, weil es ja Mikronährstoffe sind. Boah, Alter. Ja, und in diesem Buch steht halt nicht nur drin, was passiert, wenn du diese Medikamente nimmst und was es denn halt aus deinem Körper lutscht und sowas, sondern halt auch Sachen, die du ja nehmen kannst, um möglicherweise das Medikament runter zu reduzieren oder halt auch das komplett rauszulassen. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Das sollte man immer, immer, immer mit dem Arzt absprechen. Je nachdem auch, was für Medikamente sind, ist es teilweise halt auch nicht möglich. Aber das ist halt mein Ansatz, den ich für mich mache. Und das ist kein Heilsversprechen, das ist kein Behandlungsratschlag, kein was auch immer so, sondern das ist das, was ich für mich mache, zu versuchen, möglichst wenig von Pharmaindustrie in mich reinzuschütten, also das heißt Antiallergika zu reduzieren, das heißt antientzündliche Präparate, also das heißt so, ja, irgendwelche Entzündungshemmer zu reduzieren, weil mit meiner Lunge ist natürlich immer so zum einen allergisch so eine Geschichte, zum anderen das ist eine Entzündung, die dann passiert und da sind wir dann bei solchen Sachen wie Omega-3, da sind wir dann bei Sachen wie Vitamin C, da sind wir bei Sachen wie Selen, also die antioxidativen Geschichten, sowas und ja,
steht halt auch einiges davon in diesem Buch drin. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, wenn das jetzt vielleicht gar nicht so schlimm ist oder wenn das halt Heuschnupfen oder so ein Scheiß ist, so muss man sich dann immer Cetirizin oder Lorano irgendwie reinschieben oder Loratadin sein Immunsystem da halt dementsprechend so knechten, oder geht es unter Umständen halt auch auf andere Art und Weise, ja? Wie gesagt, wenn ihr Sodbrennen habt oder sowas, müsst ihr natürlich erstmal gucken, woran liegt es denn. Bei mir war es relativ einfach, wenn nichts frisst, vorher mal viel gefressen hast, dann kann das schon passieren. Bei dem einen oder anderen ist es tatsächlich so, weil er immer viel Zucker und Fett in Kombination frisst. Ja, dann sollte man natürlich sagen, okay, ich fresse jetzt mein Leben lang Protonenpumpenhämmer. Nein, dann sollte man sagen, okay, vielleicht stimmt was mit meiner Ernährung nicht und ich sollte dann vielleicht da mal ein bisschen drehen, damit die Ursache bekämpft wird. Ne? Man kann natürlich immer Symptome bekämpfen, aber es ist halt immer so eine Sache. Ja, und genauso war es halt bei mir halt auch so eine Geschichte. Warum funktioniert mein Körper auf einmal nicht richtig? Warum wird jetzt meine Lungenproblematik schlimmer? Habe ich erst gedacht, so, ja, okay, jetzt wird es warm, trocken, dies, das, so vielleicht, ne, dadurch. Dann habe ich irgendwann Magnesium höher dosiert so und festgestellt, okay, funktioniert. Ja? Das ist halt immer natürlich so ein bisschen Trial-and-Error-Geschichte und da muss man gucken, wie man dann selber darauf reagiert. Aber letzten Endes ist es ein Ansatz. Und wenn man es schaffen kann mit einem, ich sage jetzt mal, mit einer gesunden Ernährung. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe XY fehlt mir, ich esse gar keine Nahrungsmittel mit, was weiß ich, XY, Selen beispielsweise so, und ziehe dann halt meine Selenzufuhr an und stelle fest, okay, meine Schilddrüse wird besser, meine, was weiß ich, Lungenproblematik wird besser, dies, das, so. Ist doch gut, oder nicht? Also das ist bei mir halt immer so der Ansatz, wo ich dann sage, okay, die Natur gibt uns im Prinzip eigentlich alle, das soll jetzt nicht so auf ökomäßig klingen, so, ne? Ich bin immer noch Freund von der Standardmedizin so und Pharmaindustrie ist bis zu einem gewissen Grad auch nötig und notwendig und sehr sinnvoll, gerade so bei Sachen wie von mir aus Penicillin oder sowas, aber man muss nicht immer alles gleich mit der Chemiekeule totschlagen, so, weil das hat halt dementsprechend dann keine Wirkung ohne Nebenwirkung und dann muss man halt immer sehen, ob das dann so Not tut, ja, beim kleinsten Scheiß dann schon alles mögliche in sich reinzuscheuern. Gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die orthomolekularen Bücher oder orthomolekulare Medizinbücher sind halt immer arschteuer. Das hier ist, glaube ich, bei 16, 17 Euro. Und es ist einfach geschrieben. Das ist halt, mein Ding ist ja immer, natürlich kann ich mich auch hinsetzen und sagen, was weiß ich, ja, wenn ihr mich immer fragt, ja, was für Bücher würdest du empfehlen? Für Biochemie. Und dann kann ich nur sagen, ja, dann nimm halt einen Löffler und Petrides. Biochemie, Pathobiochemie. So, das ist aber halt erstmal hässlich. Und du sitzt dann da und dann musst du dir im Prinzip das Buch mit Google erklären, teilweise so die ganzen Begriffe rausarbeiten und sowas. Es ist Arbeit, ja. Und das hast du halt ganz häufig in wissenschaftlichen Geschichten so, dass es halt von Experten für Experten oder für angehende Experten ist. Und halt eben nicht für, ja, den Durchschnittsbürger, sage ich mal, der damit nichts zu tun hat. Weil dafür gibt es ja nachher Ärzte oder Heilpraktiker oder was auch immer, wo man dann halt hingeht und den Leuten Geld gibt, damit sie einem das Wissen, was in diesem Buch steht, so weitergeben, dass man es versteht. Und in diesem Buch ist halt so, dass ja, das Wissen halt schon so drinsteht und dass man halt auch die Wechselwirkung natürlich jetzt irgendwie miteinander irgendwie, ja, auf die Kette kriegt und warum das so ist und wieso das so ist und das halt für den Laien, für den Durchschnittsmenschen, für den, der es nicht studiert hat und nicht studieren will, vernünftig aufgeschlüsselt. Ja, und dementsprechend sage ich, ihr wisst das, beispielsweise mit vom Frank-Holger Acker, das Buch Intermittent Fasting für Kraftsportler 2.0. Auch ein geiles Buch, geil geschrieben. Gibt einen Haufen anderer Dinger, die pure Scheiße sind, weil sie halt einfach viel zu wissenschaftlich sind. Deswegen empfehle ich beispielsweise auch den Zaziorski nicht, weil da brauchst du halt eine Menge Grundlagenwissen, um jetzt diesen ganzen Leichtathletik-Kram in unseren Sport zu transferieren. So, halte ich jetzt nicht für so sexy. Ja, und wenn sich das Scheiße lesen lässt, dann ist noch unsexier und so. Naja. Gut, soll es soweit gewesen sein. Ich schmelze! Ja, aber wie gesagt, Mikronährstoffe, da kann man schon einiges machen. Bloß, man sollte sie auch nicht fressen wie saure Drops, weil was soll's, wenn du sie nicht brauchst. Ne? Deswegen, und da kann man halt da rausfinden, was man braucht, was man nicht braucht, was man getrost in die Ecke schmeißen kann. Ja, dann vielleicht nochmal einfach in sich reinhören und gucken, ob man jetzt tatsächlich Protonenpumpenhämmer braucht oder ob man vielleicht doch viel Scheiße frisst, ne? Oder gar nichts, wie in meinem Fall so. Wie gesagt, ich habe es halt mit dem Force-Feeden unter Kontrolle gekriegt, so habe halt kein Sodbrennen mehr, alles cool, keine Protonenpumpenhämmer, kein Talzit, kein Bullrichsalz, kein, ne, hast du nicht gesehen. Übrigens, Bullrichsalz ist eine gefährliche Geschichte bei Sodbrennen, das hilft halt kurzfristig. Wenn ihr einmal kurz so einen Peak habt, weil ihr, was weiß ich, einmal Scheiße gefressen habt, dann hilft das.
wenn ihr das so durchschleift, dann, ja, dann sieht der Körper, okay, die Magensäure, die ich produziere, reicht nicht aus, weil ihr ständig kompensiert mit Bullrichsalz und zieht halt noch weiter runter. Und das heißt, es wird letztendlich nur noch schlimmer. Deswegen muss man da halt auch immer so ein bisschen gucken, ist ein zweischneidiges Schwert, kurzfristig hilft das, langfristig, ne? Deswegen auch langfristig keine Protonenpumpenhämmer nehmen. Deswegen gibt es die auch nur in einer Wochenration bzw. zwei Wochenration. Und deswegen musst du dann eigentlich mit dem Arzt sprechen, wenn das danach noch weiter besteht. Und dann muss halt mal eine Magenspiegelung gemacht werden und geguckt werden, hey, ist da nicht vielleicht irgendwas im Argen, was da nicht so sein sollte. Ja, ja. Wie gesagt, wenn ihr tatsächlich denkt, ich habe vielleicht Medikamente, die ich nicht so nehmen müsste vielleicht oder nicht in der Dosierung nehmen müsste, ja, ob ihr euch jetzt das Buch holt oder ob ihr euch schlau lest im Netz oder was und dann einfach mal mit den Informationen zu eurem Arzt geht und fragt, hey, können wir das so machen, Doc? Dann, ja, das ist wahrscheinlich der Königsweg oder wie das heißt. Ja, also das sollte man dann so machen und nicht einfach selbstständig entscheiden, ey, ich drehe jetzt einfach mal meine Blutdruckmedikamente runter, weil ich habe im Internet gesehen, dass Nackenproblematiken dafür verantwortlich sein können. Ich lege mich jetzt abends auf ein Massagekissen, nehme mal die Medikamente nicht und am nächsten Morgen stehst du auf, hast einen Blutdruck over 9000. Nicht so gut. Ja, also da bitte ein bisschen mit Bedacht rangehen und ja, ich sage euch nur, was ich hier mache. Wie gesagt, keine Behandlungsvorschläge oder was auch immer. Ich sage immer, geht zu eurem Arzt, lasst es abchecken. Und ja, aber letztendlich muss man erstmal wissen, was man abchecken kann. So, finde ich gut. Ja, und wenn ich Sachen gut finde, dann halte ich die auch in die Kamera. Wisst ihr. Ich habe auch ganz viele Bücher von auch anderen YouTubern geschickt bekommen. Einfach so, die halte ich nicht in die Kamera. Wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, haut rein, bleibt geschmeidig.